So, wir sind weg. Kölle, Kairo und Säge kriegten heute eine Auszeichnung für Tigges rein, auch wenn er die letzten Male gut gespielt hat, Tore gemacht hat auch. Brauche ich da jetzt einfach gegen Freiburg Tigges vorne drin, fetten Abräumer, der da die Bälle unter die Latte wichst, weil gegen Freiburg wer die Karriere schon länger schaut und auch die aus dem letzten FIFA geschaut hat, weiß, Freiburg ist wirklich gefühlt der Endboss. Ja, also es wird sehr, sehr anstrengend hier. Ich halt's nicht mehr aus, Leute. Ich halt's nicht aus, Leute. Es macht mich wirklich fertig, dass man immer in unter 10 Minuten hier direkt das 1-0 kassiert. Es macht mich kaputt. Und was ist das jetzt gewesen? Es ist wirklich geskriptet, dass ich hier kein Tor schießen darf. Wie kann das sein? Was war das gerade für ein Glitch da? Ich hätte nur noch einen Meter laufen müssen und dann schießen. Was war das? Nee, Mann. Ja, das ist wieder ein Foul, ne? Alles klar. Ich will mal ganz kurz an die anderen Spiele. Letztes Spiel vor allen Dingen. Da hätten wir zwei, ein Elfmeter und Freistoß bekommen müssen. Am Ende haben wir nichts bekommen. Dieser eine Anrempler, der was von beiden Spielern ausging, ist wieder mein Foul, ne? Also wirklich, die Schiedsrichter sind auch wirklich. Ach du, es ist nur ein Spiel, es ist nur ein Spiel. Schon wieder irgendein Müller. Hatten wir nicht letztes Mal? Schalke hatte doch auch irgendeinen Müller im Tor. Ah, die Flanken. Ich glaube, ich muss da echt mal einen neuen Flankenschläger einstellen. Paccarada ist wirklich verwirrt wie sonst was. Digga, diese Pässe, wirklich, was war das gerade schon wieder? Das war irgendwie in den Rasen getreten oder so. Was passiert hier? Es passieren Dinge, wovon ich nicht mal wusste, dass die in FIFA möglich sind. So viel Scheiße, was ist das für eine Chance? Freie Schussbahn aufs Tor. Und der, Digga, der hat sich eingeschissen vor dem Schuss. Wichst sich da einen zusammen mit dem linken Fuß. Schieß doch mit rechts. Wichst ihn da richtig rein, Mann. Und dann kommt da wieder so ein Mimosen-Ding. Ich halt's nicht mehr aus. Wirklich. Ich halt's auch. Wirklich. Entweder bin ich einfach nur blöd oder es existiert wirklich nicht. Man kann nicht mehr die Spiele. Nee, jetzt reicht's. Raus. Man kann diese Spieler nicht mehr präzise trainieren, dass sie mal schießen, passen und so trainieren können. Entweder bin ich blöd oder es gibt's wirklich nicht. Es gibt nur noch dieses auf Fitness trainieren, auf Bissig trainieren. Ich kann nicht Bissigkeit trainieren. Es gibt kein normales Training mehr oder ich bin einfach nur blöd. Ah, ja, genau. Wieder. Ihr habt den Stopper gesehen. Ihr habt diesen Stopper gesehen. Ich hätte normalerweise einfach durchlaufen können. Aber auf einmal stoppt der da wie so ein Stück Scheiße hier. Digga, ist doch hier Scheiße, brauch ich. Bolzen. Wie auf dem Bolzplatz. Einfach Wumms rein die Möhre. So, und jetzt Full Push, Fullbruch abholen hier. Fullbruch abholen. Wirklich, die Karriere macht mich einfach nur. Die macht mich krank im Kopf. Die macht wirklich, die macht was mit mir. Wie kann das sein, dass so ein. Boah, mir gehen die Wörter aus. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es ist so ein Mösenschuss wieder. Also es war ja nicht mal ein Schuss, es war ein verkorkster 20 km/h Kopfball. Wie kann der schon wieder reingehen, nachdem wir ein Tor machen? Es ist wirklich geskriptet, dass wenn man ein Tor macht, dass man dann kassiert. Und dieser Müller, den kaufe ich. Nein, nein, nein.
Ey, bitte, dann geh doch einfach rüber, dann habe ich weniger Hoffnung, als wenn der hier gegen die Latte geht, Mann. Dann soll er rübergehen. Oh. Jetzt ist das wieder ein Elfmeter. Was sind das? Ah, Schiri. Schiri, ich weiß, wo dein Auto steht, Mann. Ich bin einfach nur gelaufen. Nee, oh Gott, nochmal. Warum ist Kainz eigentlich noch da? Den haben wir schon längst verkauft. Oder ist er erst ab Sommer dann weg? Wahrscheinlich ist er ab Sommer erst weg. Aber wird trotzdem nicht gespielt, der Urwirt, ey. War auch ein schwieriger Pass, aber mit Jovicic kann ich nicht kontern, weil der zu wenig Tempo hat. Wie 10 andere Spieler hier im Team auch. Bis auf meiner. Haben alle hier wirklich 40 Pace oder so gefühlt. Man kann nicht einmal kontern, weil die abkacken. Die kacken sich ein. Das ist auch wieder ein Foul, ne? Alles klar. Ach ja. Man muss sich heutzutage einfach nur noch fallen lassen und jedes Ding ist ein verfickter Elfmeter. Kleiner Kontakt, Digga, ja. Also bei mir wäre es wieder ein Foul, hätte ich Schmitz jetzt so weggeschubst. Ich würde hier gerade Sachen sagen, aber die sage ich nicht. Das ist nämlich nur ein Spiel. Aber wirklich, die Leute, die FIFA Ultimate Team spielen, die wissen, was ich meine. Man explodiert hier gefühlt. Ja, lass mir doch wenigstens einen Angriff noch, Mann. Ich habe nichts gegen anderes. Erwartet gegen Frankfurt, ich kann nicht mehr reden. Ich brauche jetzt erstmal eine Aufnahmepause. 5, 6 Folgen jetzt hier hintereinander mir einen abgewichst. Ich brauche jetzt eine Pause. Wir schauen nicht mehr auf die Tabelle, weil ich will es nicht sehen. Ich will es sehen. Nächstes Mal gegen Frankfurt und die sind auf der 7. Wir sind auf 11. Ist wirklich von jedem Spiel wird schlechter. Ach, auf einmal sind es hier verfickte 7 Punkte wieder. Tschüss.